Oh, ein, zwei Runden. Aber dagegen, können wir dagegen arbeiten, indem wir einfach Stadtstaaten finden, die kulturell geprägt sind. Ach so, ich hätte lieber hier beweisen sollen, dass die Welt rund ist, in der Hoffnung, dann noch einen zusätzlichen Fortbewegungspunkt zu bekommen. Können wir ja gleich machen. You've discovered construction. Dass Isabella hier sich nur hier fortbewegt, gefällt mir. Das bedeutet nämlich, dass sie sich nicht auf Ozean fortbewegen können. Und das bedeutet, ja, dass sie nicht auf Ozean herumschwimmen kann. Normalerweise müssten wir jetzt die Meldung bekommen, dass die Welt rund ist, oder? Oder sollen wir einmal komplett rumfahren lieber? Oder gibt es diesen Bonus gar nicht mehr? Wer weiß. Ich gehe auf Nummer sicher und fahre hier unten nochmal rum. Seoul kann ein. Hat einen Markt gebaut. Ah ja, wunderbar, dann macht doch noch ein bisschen mehr Gold durch die Münzprägeanstalt. Kann sie irgendwo nachgucken, ob schon jemand entdeckt hat, ob die Welt rund ist? Ach, wir haben hier ja noch unseren. Ach Gott, stimmt ja. Dann geht doch mal hier hin. Und geh auf die kleine Insel da drüben. Ja. Also, ich war jetzt hier nur einfach nochmal rum, obwohl es ja nicht wirklich viel zu entdecken gibt. Aus dem Grund, um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir den Bonus auch bekommen, wenn wir ihn bekommen sollten. Außer wir haben eh schon jemanden, außer es hat ihn eh schon jemand anders. Dann bekommen wir ja nicht mehr. Oder aber es gibt ihn gar nicht in diesem Mod. Was schade wäre. Oh, wir haben Geld. Das bedeutet, wir können. Ja, zweite Karawelle brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Aha, Ägypten kann auch schon die Ozeane überqueren. Wir sind in der Lage, ein Kolosseum zu bauen. Das ist sehr gut für die Zufriedenheit. Die können wir immer gebrauchen. Ja. Bis wir dann endlich mal die Wissenschaftstheorie entdeckt haben. Die gibt uns dann nochmal die Möglichkeit, weitere Wissenschaftsgebäude zu bauen. Und ja, schau mal, wo wir eigentlich stehen. Technological Progress. Ich glaube, wo ist es? Permanent Tech Tree, Diplomacy Overview. Global Politics, genau. Allied with Vienna, Friends with you. Social Policies File sieht nicht so verkehrt aus alles. Süleyman scheint sich ein paar Wunder angeschafft zu haben. Aber nicht so viel, dass er uns gefährlich werden könnte. Okay. Ja, du bist soweit fertig, dann fahr doch mal hier hoch. Was machen wir mit unserem Geld? Oh, wir sind mit den ganzen City-States wieder per Du. Sehr schön. Ich glaube, wir kaufen uns Vienna. Aber erst, wenn wir 500 haben, damit sich das auch lohnt. Es wird zwar Süleyman anpissen, aber wir brauchen die Kultur. Und die Wissenschaft und das Gold und die Produktion, die wir dann haben. The Protecting Edinburgh. Siam protects Edinburgh. Und wir haben Edinburgh getroffen. Im Nichts- und Niemandland. Chonju hat jetzt schon 9. Es hat schon eine Größe von 9. Mir kommt es vor, als ob wir sie gerade gegründet hätten. Die sind jetzt schon so groß wie Busan. Krass. Ja, hat aber so keinerlei, wie ihr seht, irgendwie Produktionsboni. Was sie aber haben, ist die Möglichkeit, einen Hafen zu bauen. Oder aber eine Universität. Wobei die Universität bei denen nicht wirklich viel bringt, glaube ich. Was aber was bringen würde, wäre die Granary. Da bekommen sie plus 2 Food und dann nochmal plus 2 dafür. Ja, nee, wir bauen noch eine Karawelle.
Dafür sind sie da. Das ist unsere einzige Küstenstadt. Dann sollen sie auch was für ihr Geld tun. So. Ich bin gespannt, wie die Welt aussieht und vor allem, wo sich die anderen Zivilisationen verstecken. Wir haben ja nämlich hier immer noch die Möglichkeit, Baumwolle zu verkaufen. Und hier unten ist Silber. Ja gut, wir bekommen ja genügend Silber von den Stadtstaaten. Da brauchen wir das jetzt nicht wirklich noch mit einer Stadt hier unten abzuernten. Silber wird ja geerntet. Silber wächst ja auf großen Silberfeldern, wo dann die Silberarbeiter das Silber pflücken. In Naturkunde war ich noch nie gut. City State Message. Genua will die Ägypter entdeckt haben. Die Minze ist fertig. Hahaha. Nee. Können wir in Jeonju. Was? Die sind fertig? Wie lange dauert eine Universität? Und wie viel kostet das? Nur 450? Gekauft! Das bedeutet nämlich, dass wir. Jetzt haben wir kein Geld mehr. In Seoul. Die Oxford Universität bauen können. Sehr schön. Choose Research. Was immer denn? Was brauchen wir noch alles für die Scientific Theory? Vieles. Da macht das doch. Horseback Riding. 1460 nach Christus. Die Koreaner kommen auf die Idee, sich auf den Rücken eines Pferdes zu setzen und davon zu reiten. Bam. Geht doch einfach mal hier drauf. Nein, wir haben keine offenen Grenzen. Möchte ich auch so behalten. Dann guck dich doch hier mal Schritt für Schritt um. So, du wirst hier oben auch nur Isabella wahrscheinlich schon denken. Oh, ein Barbar, da fliehen wir davor. Wir wollen uns nicht auf den Kampf einlassen. Er hat auch den Marinebonus, glaube ich. Isabella ist auch in der Renaissance angekommen. Da waren wir früher schon. Und haben leider nichts davon damit gemacht, obwohl wir dahin gerusht sind. Naja. Okay, jetzt wissen wir zumindest. Hier können wir noch hin und landen und dann haben wir da einen tollen Überblick. Geh unten rum. Wird Zeit, dass wir endlich wieder eine neue Zivilisation treffen, um dann Geld zu bekommen, um dann. Edinburgh und Siam sind jetzt. Ein großer Scientist. Bau doch auch ein. Wie heißt's? Und zwar hierhin. Eine Akademie. Hier kommen wir durch. Endlich jemand getroffen. Wie wär's mit 7 pro Runde und 20 auf die Hand? Da sagt keiner nein. Sehr schön. Und Edinburgh. Ja, gut. Kannst du ihn angreifen? Und, wir bekommen ja keine Kultur. Da haben wir noch gar nicht freigeschaltet, ne? Da ist er halt links liegen. Wir fahren einfach weiter. Mir jetzt auch egal. Refuse. Wir haben 2 Eisen. Einmal die Anne von City States ist das, ja. Gems von City States und 3 Silber von City States. Siam now ally with Genua. Das gefällt mir gar. Easy. Was hast du denn da für ein Militär aufgebaut? Haha. Ja, guck, da kommen wir eh nie hin. Ich glaube auch nicht, dass Ruinen uns jetzt gerade noch so viel bringen werden. Was uns dagegen was bringen wird, sind in Busan folgende Dinge. Ein Zirkus für Pferde und Elefanten, wir haben nur Pferde. Oder aber Research.
Oder aber Barracks. Oder aber. Ne, wir bauen mal hier unsere Watchas. Ich hoffe, die spreche ich richtig aus. Die sind nämlich tatsächlich. Nee, das ist zu nah an der Grenze. Können wir es weiter hier im Landesinneren bauen? Ja, Jeonju ist doch eh mit neuen Leuten gut besetzt und hat eh keine Arbeit. Da bauen wir ein paar Wissenschaftler hin. Oh, jetzt müssen wir wieder so langweilig das Zeug hier angucken. Ach, ich hätte die Kampfanimationen ausstellen sollen, dann geht das Ganze viel schneller. Habe ich es leider nicht dran gedacht, bin ich jetzt auch gerade zu faul, das jetzt im Nachhinein noch zu ändern. Jep, 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 jep. Jetzt kommen wir ja nicht in eine Sackgasse hier oben rein. Cape Town ist maritim, schade. Noch zwei Runden, dann können wir endlich entweder unsere Patronage-Zweig fertig schalten. Yes, let us work together. Oder aber doch endlich mal die Aufklärung, die Enlightenment freischalten, die auf die wir eigentlich gerusht sind die ganze Zeit. Und dann in letzter Minute doch noch den Juicer Free Tag. Ah, wie kam das jetzt? Nehmen wir natürlich die teuerste mit Navigation. Bringt mir zwar nichts, aber bringt uns näher an die Scientific Theory. Wunderbar. Venice? Wo? Auch maritim, schade. Ja. So, Gold with Isabella. Ah ja, ach so, Pferd an Isabella. Trade. Nee, da gibt's nichts. Was gibst du uns? Ach, du hast. Oh, das ist ja gar kein Geld. Tja, wenn ich so arm wäre, würde ich mir mal überlegen, ob ich da nicht völlig falsch gewirtschaftet hätte, die junge Dame. Was bringt uns in Seoul weiter? Ein Garten, ein Tempel? Ein Tempel bringt uns immer weiter. Vor allem die Kultur kann ich gut gebrauchen. Die nehmen wir jetzt auch. Karavelle, Upgrade to Fregatte. Achso, nö. Nö, so weit ist es noch nicht. Dass wir da jetzt tolle Schiffe brauchen dafür. Hier oben, wir haben noch jetzt hoffentlich die Ägypter entdeckt. Und damit irgendeinen Stadtstaat zufriedengestellt. Ja, Hammer. Wunderbar. Und eine neue Ding. Ja, komm, das machen wir jetzt fertig. Other Players Influence of City Trades. 10% weniger und Produktion. Ja. Im Kampf um die City States haben wir gewonnen. So, Enlightenment dann das nächste Mal. Dann wird ein großer Wissenschaftler geboren. Ja, und wir sind wieder mit allen. Per Du, sehr schön. Wir können uns noch einen kaufen in der nächsten Runde. Ich denke mal, wir nehmen Venice, Venedig. Wobei ich natürlich lieber einen Stadtstaat hätte, der kulturell geprägt ist. Belgrad ist militaristisch. Schade. Next turn. Die Frage ist auch, wo bleibt eigentlich unsere zweite Karavelle? 13 Runden ist so eine Fregatte abgedatet worden. Uiuiuiui. Sollen wir die kaufen? Nee, die kaufen wir nicht. Das Geld brauchen wir ja, um uns bei den Stadtstaaten einzuschleimen. Krass, kann ich die jetzt übernehmen? Haha. ja. Bau da deine Akademie hin. Da stehst du blöd. Du stehst da nicht blöd, du gehst hier rüber. Next turn. War eine schnelle Runde. Jetzt haben wir schon 154 Runden gespielt. Ich bin die ganze Zeit am Aufnehmen und kann nicht aufhören zu spielen. Es ist verhext. Das Spiel ist verhext. Das ist nicht schön. Trespassing in Venice. Wir sind doch Freunde, kann ich doch mal hier vorbeischauen. Freunde, ne? Weißt du, was wir dagegen machen? Wir geben euch Gold. Ah, schade, nur Friends sind immer mit Siamesen erleid.
Aber die Seite gefällt mir sehr gut. Und wenn wir hier mit Venedig zusammenarbeiten, weil die sind ja meistens in der Ehe, haben ja Angst vor uns. Und sie wissen genau, wenn sie uns angreifen, wird auch Venedig in den Krieg eintreten. Und damit müssen sie einen Zwei-Fronten-Krieg führen. Und ich hoffe doch mal, selbst wenn sie sich dessen nicht bewusst sind, wir wissen, dass das keine gute Idee ist. Schade, dass die Runden schon wieder so lange dauern. Da könnte ich mir mal irgendwie. Weiß gar nicht, was den Computer noch schneller machen kann. Cotton an Süleyman ist vorbei. Das werden wir ändern. What would you give me for this? Nee, gib mir 42 auf die Hand. Damit gehen wir dann gleich nach Venedig. Und sind alliiert. Wunderbar. Du gehst dahin. Natural Wonder discovered. Und noch mehr Zufriedenheit. Haha. Wir schwimmen gerade so in zufriedenen Bürgern. Haben wir es eigentlich alle entdeckt? Es gibt 1, 2, 3, 4, 5 mit uns 6. Ich glaube, das sind alle. Ja. Das bedeutet, du kannst jetzt auf alleinige Auskundschaft gehen. Und du stellst dich hier an die Grenze, um die Siamesen noch mehr beeinflussen zu können. Ich muss jetzt doch nochmal kurz eine Pause machen. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Immer noch nicht in der Lage, mit dem Spiel aufzuhören. Mit nur drei Städten sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt und können in Seoul was bauen. Ein Moment. So, meine Mitbürgerin hat mir gerade noch etwas Schokolade reingebracht. Immer wieder schön. Busan und Seoul können was bauen. Da entscheiden wir uns für was denn? Das Aquädukt führt zu einem größeren Wachstum. Der Zirkus zur Zufriedenheit. Der Schmied zu. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Ich glaube, wir nehmen Wissenschaft. Und ich glaube, das werden wir auch Seoul ans Herz legen. Wobei wir in Seoul die National Treasury bauen könnten, wenn wir in Jeonju den Markt kaufen könnten. 240 für den Markt, so viel haben wir nicht. Was ist das hier? Gibt es noch jemanden, der unser. Wo ist es? Diplomacy Evalue. Der unsere Baumwolle, unsere Überschüssige kaufen würde. Ramses hat Gold. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. So. Luxury, genau. Gold. Und wir haben leider keine Baumwolle, die er will. Ach, verdammt, jetzt habe ich wieder. Süleyman haben wir eh schon alles verkauft. Isabella. Vielleicht hat Isabella was, was uns gefällt. Cotton. Und nicht genügend Geld. Trade, Luxury, nee. Ich glaube, wir nehmen tatsächlich Isabellas. Halt! Nö, dann nehmen wir doch hier 240 auf die Hand. Propose, yep, goodbye. Kaufen Chenchu einen Markt. Von den 42 und geben in Seoul die nationale Schatzkammer in Auftrag. Sehr schön. Aber das ist ja jetzt schon blöd für Busan, wenn die hier auf Research gehen. Das ist ja nicht wirklich gut. Das Castle ist nicht verkehrt. Nee, ich würde sagen, wir bauen die Barracks und dann noch ein, zwei, drei Militäreinheiten. Da wir ja dieses Mal nicht völlig ungeschützt sein wollen. Wobei die Militäreinheiten dann wieder Geld pro Runde kosten. Gold pro Runde. Aber das nehmen wir gerne in Kauf. So, du entdeckst immer wieder neue Ecken. Das ist sehr schön. Und unsere Karavelle macht das auch, aber natürlich von sich aus. Ist doch noch 700, bis die Fregatte fertig ist. Wobei wir statt der Fregatte auch lieber ein Linienschiff hätten bauen können. Geh in Stellung und sei bereit.
Das Linienschiff kostet von der Produktion her gar nicht mal so viel mehr. Dafür ein Stück Eisen. Und die Bank ist auch gut. Einen Moment.